Da hat er vor lauter Schreck ein Auge verloren. Gut. Da müssen wir uns was anderes überlegen. Wir gucken mal in unserem Baumhaus. Was haben wir denn hier? Die Schaukel ist nicht mehr so. Dad won't fix the swing because it's too dangerous to fix. Eher zu faul zum Fixen. So, kann ich hier hoch? Ja. So, hier haben wir den Luftpiraten. A fortress looks safe since we last talked. Sky Pirate, what's the situation since your last report? Did the storm cause any damage? No, Captain. The magnetic field protected us from any harm. We're lucky to have you. Keep up your good work. So, was haben wir hier noch? Eine Puppe. Dad keeps telling me this is a girl's doll. So what? She's the Ice Queen. Willst du einen Schneemann bauen? Nein. Okay. That's Noctarius' son. He looks like his dad. Ausguck. Alte Schüssel. I had to rescue my old cereal bowl after Dad used it for an ashtray. Gross. Da geht's runter. Geheimversteck. I can't let Dad find my secret stash. Ever. Guck mal, was drin ist. Open Sesame. Geheimer Dekodierer. Maybe I can use this to read the map. Ich nehme ihn now mal I can mit, use ja. this to reveal the full map to my next adventure. Baseballkarten. These are my favorite baseball players. Even if I don't understand the stats. Was haben wir noch? Briefe von der Schule. Oh oh. Harry did say mean things about Dad, but I can't let him see this. Sehr geehrter Mr. Erickson, ich wollte Sie wissen lassen, dass Ihr Sohn Chris diese Woche nach der Schule in eine Auseinandersetzung mit meinem Sohn Harry Sauber und seinen Freunden geraten ist. Chris behauptet, dass sie unangemessene Dinge über sie sagten, aber Harry ist nicht diese Art Kind und kennt sie nur durch mich. Wie Sie vielleicht wissen, ist Harry Klassenbester und mit Orden ausgezeichneter Pfadfinder. Vielleicht sollten Sie mit Chris über sein Verhalten reden. Falls diese Schikanen weiterhin anhalten, sehe ich mich gezwungen, mit seiner Schule zu reden. Mit freundlichen Grüßen, Brett Sauber. Ja, ist klar. Nur weil er Klassenbester ist und Pfadfinder, ist noch lange nicht, dass er keine Scheiße labert. This is my worst report card. I'm doing better now. Zeugnis 22.03.15. Grundschule Beaver Creek. Zwischenzeugnis Mathe eine 2-, Sport eine 4, Alter, Sport eine 4, Englisch eine 3, Geschichte eine 3+ und Kunst eine 1. Schüler Chris Erickson. Sehr schön. Hier haben wir noch ein paar Comics. I loved watching Mom draw her comics. What are you? Was? Was kochst du? Was? Was kocht mir mein süßer Liebling zum Valentinstag? Dein Lieblingsgericht? Pizza! Fröhlichen Valentinstag, mein Herzblatt. Aber wenn es die Mama gezeichnet hat, süß gezeichnet. Gut, dann kommen wir hier wieder retour. Dann müssen wir wohl jetzt mit dem. Wir gucken mal gerade hier im Ausguck. Mit dem Dekodierer wieder zur Karte zurück, habe ich so das Gefühl, um die zu entschlüsseln.
schön hier. Aber halt so ohne Musik so ein bisschen blöd. Deswegen gehen wir mal zurück. Und am besten auch gleich wieder runter. So. Jetzt mal ernsthaft, wie weit kann ich denn hier rumlatschen? Müssten mal die Bierdosen holen. Vielleicht kann ich die, kann ich den Schneemann damit bewerfen oder so. Schießstand aufbauen. Nothing can escape the deadly aim of the beer hunter. Muss ich jetzt werfen? Yes. Na, kannst du mal sehen hier. Sehr schön. Jetzt haben wir wieder irgendwas geleistet. Ach ja, hier. Das haben wir. Superhelden-Team ist stark. Doch, ich behalte Mandrake und seine Superschurken besser im Auge. Das haben wir geschafft. Den Schneemann muss ich noch platt machen. Gibt es dann irgendwie einen Tipp? Nur ich kann ihn aufhalten. So, wir gehen jetzt erstmal rein, die Karte gucken. So, geheime Karte ansehen. Time for Captain Spear to put these pieces together. Time for Captain Spear to put these pieces together. Das heißt, ich muss die warte mal. I have to place it right. Aber nach was muss ich? Weil das passt ja so oder so nicht gescheit. Wo könnte dieses M oder W sein? Hier? Nee.
Ich habe keinen blassen Schimmer. Warte mal, hier ist doch eine 2 drauf. Gibt's hier noch eine? Das W ist die, das, warte mal. Eins, zwei, drei. Das ist die eins, die zwei. Das ist die 1. Da ist die 3. The treasure map is not secret anymore. It's mine. Ah, ich bin so ein Depp. Die Zahlen in die Kreise. Okay. Wir haben's. Das heißt, wo ist das X? The Maze of Doom. Ja, okay, aber. Im Maze of Doom waren wir ja schon drin. Ob wir jetzt mehr wissen? Was kann man mit dem Ofen machen? Na, burn. Burn. Oh Mann. So, hier gibt's jetzt nichts mehr. Vater schläft. Eine halbe Flasche Schnaps. Super. Dann gehen wir mal nach dem Schatz gucken, würde ich sagen. Aber erst wieder anziehen. So, betreten. Da muss ich erst die einzelnen Punkte abklappern. 1, 2, 3, 4. Könnte natürlich auch sein. Scheiße, ich bin so ein Honk. Ich muss nochmal raus. Weil ich bringe mich jetzt ja kein Stück weiter. In dem Sinne. Dude, the freaking key should be inside the house. Da sollten wir vielleicht auch nochmal nachgucken. Machen. Hier können wir auch nichts machen im Moment. Ist das Fenster offen, oder? Ne, sah nur so aus, das ist mein Fenster. Gerade noch mal an. Ooh, now I've been mapped to the Maze of Doom. Ja, aber bringt mich das weiter? Du kannst ja noch mal probieren, jetzt wo wir draußen sind. Wir probieren es noch mal, bevor wir jetzt wieder reingehen und gar nichts passiert. Komm, egal.
nehme das mal nach rechts. Wieder nach rechts. Oh, I'm lost. Help! Ich glaube wirklich, dass wir hier irgendwie eine Art Code oder irgendwas brauchen. Okay, there has to be an easy way to get through. Nee, das ist, glaube ich, alles nicht richtig. Da kann ich hier machen, was ich will. Solange ich nicht den richtigen Weg irgendwie gefunden habe oder mir eingeprägt habe, komme ich nicht weiter. Ich muss nur mal auf die Karte gucken, glaube ich. Und ich muss eh den Schlüssel für die Garage noch finden. Ergo muss ich so oder so nochmal rein. Na gut. So, wo könnte der ganze Krempel sein? Was haben wir denn hier? Hier liegt ein Brief, den können wir mal kurz lesen. Lieber Charles, wir wollten dich nur wissen lassen, dass du und Chris uns viel bedeuten. Ich weiß, das Leben ist hart, seit Emily von uns gegangen ist. Ah, okay, die Mama ist tot. Aber wir sind immer noch eine Familie und wollen, dass dies auch so bleibt. Das schließt auch ein, dass Chris die Fürsorge erhält, die er in diesem zarten Alter braucht. Wir waren immer ehrlich mit dir, also sieh unsere Sorge bitte als Zeichen unserer Liebe, so wie du unsere wundervolle Tochter geliebt hast. Wir haben von einem Freund gehört, dass du in eine Kneipenschlägerei verwickelt warst, die Polizei dich aber nicht verhaftet hat. Gott sei Dank, bitte achte auf dich selbst. Kommen wir auf den Punkt, wir wollen dir helfen und hoffen, dass du es uns erlaubst, über das nächste Jahr hinweg auf Chris aufzupassen oder wie lange du auch immer brauchst und dass du einer Selbsthilfegruppe beitrittst. Grandma and Grandpa are so cool. But no way am I. Wir verurteilen dich in keiner Weise und zeigen nur, dass uns etwas an dir liegt, indem wir deinen wunderbaren Sohn unser Heim und unsere Liebe anbieten. Ein Brief mag unpersönlich erscheinen, doch wir möchten, dass du ohne Druck nachdenken kannst. Bitte verzeih, wenn du glaubst, wir haben unsere Grenzen überschritten. Es geht nur darum, wie sehr wir dich und Chris lieben. Wir sind für euch beide da, immer. Peter. Die Großeltern, wie schön. Aber es ist auch, ja. Verständlich. Ah, I need a PIN code. What is it? Ja, keine Ahnung. There is my hot dog man. Was? I can't see Dad selling homes. Whoa, is he getting us tickets again? Best dad ever. That would be a blast being a freight hopper. Choo choo. Blah, 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 blah. Oh, those are Dad's pages. Okay. Kann ich hier noch irgendwas anderes machen? Nee. Okay. Tja, also, wir brauchen den Schlüssel und wir brauchen noch so vieles, glaube ich. Da ist nichts mehr drin. Guckt als da hoch. Da. Nehmen wir doch einfach den. Gut, das haben wir schon mal. PIN-Code fürs Handy. Wo könnte Papa den PIN-Code fürs Handy haben? Im Gefrierschrank.
auf der Postkarte. Die Steuerung ist so manchmal so ein bisschen. I've never seen a beaver around here. Beaver Creek, die verdammte beste Stadt in Amerika. Hey, ja. Auf dem Telefonzettel stand Chris, aber nicht die. These are the most important numbers for you on this list. Oh yeah. Cool story, Dad. 6372 wäre ja eine Möglichkeit. Dad never smiles like that anymore. Dad was so popular. Oh, I hate seeing him like this. Why does he drink that if it just makes him mad? Tja, das ist eine gute Frage. So eine wirkliche Antwort darauf gibt's eh nicht. Bei vielen Leuten nicht. Dinosaur Land is open for business. Eat everybody! I am Marty Rex, and you are my lunch. Marty Rex. Also der Zeitung ist hier nichts mehr. I don't think Dad reads these. I think he just takes them from work. Warte mal, da ist ein Statistikbuch. Vielleicht hat er da ja seine Nummer reingeschrieben. Dad loves his stat notebooks. Können wir aber nicht reingucken, was liegt denn da? Autoschlüssel. Oh, ho, 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 ho. Ja, da haben wir doch schon ein bisschen was abgegrast. So, hier ist hier noch irgendwas. Was war denn hier noch? Sticker. I can't believe Dad let me put these stickers here. Maybe he likes them too. Comic. U-Boot. No diving today, Nemo. Tja, wo könnte die PIN-Nummer? Von seinem Handy stehen. Warte mal, was passiert, wenn ich die Lampe anmache? Light on. Ja, super. Also gar nichts. Bett kann ich mich hinlegen, hier kann ich Musik hören. Shoot, that's way too high for me to reach. Ich nehme den Stuhl doch. Dad was so angry at the police. 10. April 2015. Sehr geehrter Kommissar Lee, da Sie meine Anrufe und E-Mails nicht beantworten, schreibe ich Ihnen diesen Brief als weiteren Beweis, dass ich gewissenhafter an diesem Fall arbeite als Sie oder die Polizeibehörde. Es ist Ihre Pflicht, die Bürger und Steuerzahler zu schützen. Ich hoffe, ich höre bald von Ihnen, sonst werden Sie von mir hören. Mit freundlichen Grüßen, Charles Erickson. Ja, ist aber nicht abgeschickt worden, oder? 28. September 2016. Mr. Charles Erickson. Obwohl ich nachfühlen kann, was Sie in den letzten Jahren durchgemacht haben, fürchte ich, dass ich all meine Mittel in Bezug auf diese schwierige Ermittlung erschöpft habe. Falls Sie diese Angelegenheit ohne eine weitere wütende Nachricht besprechen möchten, bin ich jederzeit zu einem Gespräch bereit. In Bezug auf Ihren Fall stelle ich Ihnen nur einen Monat Arbeit in Rechnung. Mit freundlichen Grüßen, Mick Collins, Privatdetektiv. Jeez. Okay. Dad wrote a lot of letters.
20. Januar 2015. Sehr geehrter Mr. Erickson, wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Überwachungsaufnahmen von Asteroid Drive und Mantle Street der Allgemeinheit nicht zur Verfügung stehen, außer sie sind Teil einer polizeilichen Ermittlung. Daher können wir Ihnen bei Ihrer Anfrage nicht helfen. Wir hoffen, dass die örtliche Vollzugsbehörde in Oregon Ihnen weiter Hilfe zukommen lassen kann. Mit freundlichen Grüßen, Barbie Bracamonte, Verkehrsüberwachung. Okay, krass. Naja, gut. Eine stehlen. Dad loves his cancer sticks. Gross. Cancer sticks. Wonder what they taste like. Ich hab geklaut. Haben wir hier irgendwas vergessen? Nee, ne? Brief haben wir gelesen, Konsole haben wir gesehen, Basketball haben wir gesehen, Kiste haben wir gesehen. Nö, alles gut. Hallo? Da geht's lang. Ach, jetzt haben wir wieder nach dem Faustschlag nicht geguckt. Egal. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal wieder raus, oder? Weil ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was wir noch ansehen könnten. Das mit dem Handy müssen wir dann mal gucken, wie wir es machen. Aber jetzt können wir zumindest mal wieder ein bisschen mehr machen. So. Wir gehen aber erstmal in die Garage, bevor wir ins Auto gehen. So. Eichhörnchen. Heiliger Bimbam, was ein Krimskrams hier. Was weiß ich? Now I can color Captain Spirit just like my drawing. Jetzt sind wir komplett. Sehr cool. Haben uns mal schön die Klamotten jetzt auch mit eingesprüht und versaut.